Schon seit alters her ist im Schmalkalder Kreis das Schmiedehandwerk zu Hause. Im Dörfchen Rotterode vermeint man, jedes Haus habe seine eigene Waschküche. Aber das sind die alten Nagelschmieden, die sich hier von Geschlecht zu Geschlecht weitervererben. Der Vater schmiedet mit geübtem Schlag Wandhaken. Mit dem Fuß tritt er den Blasebalg, der die Flamme zur Glut anfacht. Der Sohn schafft kunstgerecht die klobigen Nägel für Bergsteigerschuhe. Ein schweres und wirtschaftlich gering bewertetes Arbeitsdasein für den Alten und den Jungen. Die Nagelschmiedsfrau trägt ihr Kind im weitfaltigen Thüringer Kindermantel. So tat es die Ahne schon vor 400 Jahren. Und der Mantel ist einer der wenigen Reste wirklich lebendiger deutscher Volkstracht. Die Mädels aus dem Dorfe gehen in die Zigarrenfabrik. Dort werden die braunen Blätter aus Übersee entrippt. Die Einlage wird in das Umblatt eingerollt. Dann folgt das Deckblatt. Besonders bevorzugte Sorten erhalten ein Sandblatt zur Hülle. Das heißt ein in der Sandbodennähe besonders kräftig gewachsenes Blatt. Altes, reich geschnitztes Fachwerk, dem wir in dieser Gegend auf Schritt und Tritt begegnen, zeigt an, dass Südwestthüringen in seiner Bauweise dem Frankenland benachbart ist.